Oha. Oha. Es geht um das RAL-LMG, beziehungsweise lasst euch da nicht verwirren, das ist auf Deutsch das LAHS, LAS-MG, wie auch immer. Ist auch, glaube ich, die einzige Waffe, die komplett anders heißt im englischen Spiel als im deutschen Spiel. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wieso das so ist. Sicherlich ist das irgendeine Abkürzung, ich könnte es auch googeln, aber ich will, dass ihr es macht, beziehungsweise irgendeiner wird es bestimmt wissen, deshalb ja, schreibt es gerne in die Kommentare und dann werde ich das als obersten Kommentar anpinnen, wenn jemand das als erstes richtig gut erklärt hat. Ja, auf jeden Fall das RAL-MG oder LAS-MG, wie auch immer, hat dieses Umbaukit bekommen und das haben wir auch schon mal getestet und da habe ich auch schon gesagt, ey, das scheint ja richtig krass zu sein. Und ja, hier einmal die beste Klasse für dieses Teil, wurde jetzt auch endlich gepatcht mit, moin Mai, mit der Munition. Das sind hier einmal die Aufsätze, die ich draufgepackt habe, könnt ihr gerne einmal selbst so nachbauen. Und auch natürlich hier einmal die Static-Klasse, ne? Static, die neue SMG, ich benutze hier immer noch diesen Unterlauf, diesen Jack-Slash-Knife-Unterlauf für mehr Movement und sowas auch. Ja, das ist die Klasse, ich glaube, den Schaft sieht man gerade nicht, ne? Ja, warte. Machen wir die Cam hier einmal weg. Das ist der erste, der Spry 34 Lightstock. Den könnt ihr einmal noch draufpacken und dann habt ihr meine Klasse. Gut, wie mein Lächeln vergeht, sobald ich sehe, dass Stylus live ist. Perfekt. Mit diesen wunderbaren Worten melde ich mich zurück nach langer Zeit, oder? Oh, wann habe ich denn das letzte Mal ein Warzone-Video explizit aufgenommen? Es war vor der Gamescom, glaube ich. Ach du Scheiße. Das ist ein Monat her. Ich habe einen Monat... ziemlich aufgerundet, egal. Kein Warzone gespielt. Und ich bin wieder da. Ich war in Washington DC in der Zwischenzeit. Ich habe Black Ops 6 gespielt die ganze Zeit. Und jetzt war ich 5 Tage krank noch on top. Gar nicht gezockt, nichts gemacht gefühlt. Serien geschaut. Gerne Serienempfehlung mal in die Kommentare, Chat. Nicht Chat, hier YouTube-Kommentare. Ja. Ihr müsst das alles wieder lernen. Und jetzt spiele ich hier meine erste Runde Warzone. Der Livestream-Chat hat mir gesagt, was Meta ist. Und wir geben jetzt hier unser Bestes. Es kann aber eigentlich nicht gut werden. Das kann nicht funktionieren eigentlich. Vor allem... Oh mein Gott. Oh Gott. Ich will ins Visier gehen. Gott sei Dank geht es zumindest beim Sliden. Geht eigentlich dieses... Nee. Okay. Was ich direkt merke... Gefühlt hast du hier überhaupt keine Delays. Bei egal, was du drückst. Bei Black Ops 6 hat sich das Movement jetzt so im Nachhinein... Obwohl ich das todesgeil finde, das Movement. Habe ich die Karte mitgenommen? Obwohl ich das todesgeil finde, das Movement. Es hat sich ein bisschen abgehackt angefühlt, ne? Wenn du so nach dem Sprinten sliden wolltest und sowas. Das war nicht ganz so clean wie... wie hier in MW3, oder? Oh, erster Gunfight! See you in Gulag! Ah! Ich hätte auf die Minimap gucken sollen. Das ist Duos hier. Es gibt kein Reverse Solo. Auch todesgeil. Gibt gar keine Resurgence Solo Playlist, was ja für mich als jemand, der gerne die Videos aufnimmt und dann perfekt, also er ist ja wirklich Solo Resurgence ist perfekt dafür, ist das top. Level up 50% Aktion mit deinem Code Digi, es ist die 100 € Bestellung der Supporter. Alter, guck mal, im Video sagt er das hier sogar extra. Oh, das war dumm eigentlich von ihm, oder? Todesdumm, hä? Wie dämlich. Er hätte einfach hier landen sollen, dann hätte ich ihn nicht töten können. Stattdessen fliegt er... Naja, scheiß drauf. Weiß gar nichts mehr, ne? Ich weiß nicht, wie weit man runterspringen kann. Ich weiß nichts mehr. Seit wann ist der Gamecode unten links so unfassbar riesig eigentlich? Unter den, unter meinem Geld und sowas? Seit wann ist das so groß, das XXL einfach? War das schon immer so? Keine Ahnung. Naja, mal gucken, was hier geht. Sollte sich jemand fragen, ob ich Warzone vermisst habe... Die Antwort ist ganz klar, nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie aktiv ihr Warzone spielt. Und ich freue mich todes, ne? Ich will hier gar nicht sagen, alles ist scheiße. Ich freue mich todes auf Black Ops 6 Release und sowas. Oh, wird das geil mit Content und sowas, ne? Boah, freue ich mich darauf. Die Streams werden geil. Hier morgens und abends wieder Streams. Der Camo-Grind und sowas. Ich mache jetzt was Dummes. Das ist sogar richtig dumm. Hat er auf seinen Teammate geschossen? Ich glaube, auf den Heli hat er geschossen. Okay, es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, ne? Dann ist nicht dumm.
rede. Aber ja, ich habe es wieder vergessen tatsächlich. Ich bin noch angeschlagen, ich bin noch krank. Ihr merkt es, glaube ich, in meiner Stimme. Ich merke es immer, wenn ich anfange zu reden. Ach, Bro, das ist krank. Er blockt mich sogar in der Tür. Naja, ich will die Kicker nicht sehen. Level-Up-Aktion, 50% gerade Summer Sale, ja? Einfach Code Stylus am Ende der Bestellung nutzen. Und ihr bekommt 50% auf alle Dosen, ja? Also auf Gaming-Booster. Das sehr, sehr gerne abchecken. Ich wollte mir vorbeilaufen gerade in der Tür übrigens. Es ging nicht, ich war stuck. Ich war full stuck. Wir haben es komplett gegenseitig blockiert in der Tür. Naja. Naja. Ich war lieber in meinem Garten als in dem Mistgame, aber BO6 hat mir getaugt, muss ich zugeben. Oh, dann geht's mir ja tatsächlich genau gleich. Recon Flyover. So, ich glaube, als ich die eine Runde Watchzone irgendwie mal gemacht habe, vor einer Woche oder so, habe ich nicht selbst gespielt, da habe ich das auch gesehen. Was genau ist das? Ist das. Oha. Oha. Ist das so, das Ding fliegt über dich und dann wirst du markiert, oder was genau ist das? Also so sieht es für mich irgendwie aus. Aber gehst du dann einfach ins Haus und dann... Jetzt bist du nicht mehr markiert, oder was? Oder? Na, wurde... Wurde tatsächlich markiert, glaube ich. Ah! Wer waren denn die? Was? 2K? Was ist 2K? Ich weiß nicht, was 2K ist. Ach so, 2K. Ich spiele in 1440p, falls das die Frage war, ja. Aber ich kann's noch, Chat, ich kann's noch. Es ist alles ein bisschen rostig. Die ganzen Schrauben, Muttern und alles, was da so ineinander. Arbeiten muss. Das ist alles noch rostig und quietschig. Aber es geht noch. Es geht noch. Alter, Aim Assist auf Close Range. Das kennen wir auch nicht mehr hier Black Ops 6, ne? Das wird auch sehr interessant, wenn das so zu Warzone kommen sollte. Hier die Aim Assist Sache, ne? Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut euch auf meinem Hauptkanal mein Video dazu an. Das wird sehr interessant für Warzone. Auch so eine Sache, die wollen einen modernen Krieg darstellen, bringen aber einen Speer raus, so einen Meterbogen. Naja, aber wer sagt, dass sie einen modernen Krieg darstellen wollen? Also, haben die ja nie so gesagt, mäßig so, hey, wir wollen, dass das alles so auch akkurat irgendwie hier reinpasst und sowas, sondern es ist eher irgendwas, wie halt Call of Duty schon immer war, ne? Also, ja. Ich glaube, so mit Realismus kannst du eigentlich COD nicht kommen. Nur bei Infinity Ward, die wollen das. Scheibenwischer wird dann aktiviert. Oh ja, der wird wirklich full aktiviert bei BO6 Warzone-Integration. Wenn das wirklich so ist, dass bis 5 Meter du kein Aim Assist hast. Beziehungsweise 3 Meter waren es letztendlich, ne? So, das waren doch bestimmt die, die mich auch davor hier oben abgefuckt haben, oder? Kann ich da nicht durchschießen? Was war das? So nur 2 nur noch 4 Teams? Nee, oder? Oh Gott. Wie geil ist Rebirth Duos, Chat? Aber es ist so ein Drecksmodus, ne? Dass sie wirklich Duos drin lassen und Solos rausnehmen, ist wirklich so respektlos. So. Lobby ist komplett tot, ja. Full tot. So, wir versuchen es ein zweites Mal. Weil aus Fehlern. Soll man nicht lernen. Ich habe meine Perks nicht genommen, oder? Da, doch, ich habe meine Perks. Wo sind die aber hin? Okay, das sah wirklich aus, als wäre aufgeklatscht. Oh ja, unser Teammate kommt ihn retten, ne? Oh ja. Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Ja, wieso habe ich hier keinen Finisher drin eigentlich? Das ist ja richtig scheiße.
Eins gegen zwei. Nein, er war da auch. Ich dachte, ich habe nur einmal Schritte gehört. Und genau dann, wenn ich einen Meter neben das Objekt laufe, um ihn zu finishen. Hey! Das kann nicht sein. In der ersten Runde nach einem Monat kein Warzone. Das kann nicht wahr sein. Das ist gerade nicht real, oder? Das ist nicht real. Ich habe einen Monat keinen Warzone. Ich habe einen Monat keinen Warzone gespielt. Um in der ersten Runde 9 Kills zu machen. In Rebirth Duo. Und um dann gegen Hacker-Team zu sterben. Der andere war Arsch. Der mich jetzt gerade getötet hat, war Full Ass da. Bringt dann leider die Holger TTK auf Close Range nächste 2 Platten. Aber das ist ja respektlos. Jemand hat in den Chat geschrieben, das möchte ich gerade nochmal kurz ansprechen, weil das ist ein gutes Thema, was man auch schön ins Video mit einbauen kann. Einer hat in den Chat geschrieben, das liegt auch daran, dass keiner mehr das Spiel spielt, maximal 1000 Leute in Deutschland oder sowas. Ich glaube, das ist generell ein riesengroßer, wie sagt man, ein Fehlgedanke. Ja, nennen wir es Fehlgedanke. Ist nicht das perfekte Wort, ich habe mir irgendwas anderes hatte ich im Kopf gerade. Misconception. Oh, Fehlauffassung? Eine Falschauffassung? Was ist denn die genaue Übersetzung von Misconception auf Deutsch? Ich bin doch wieder eine scheiß Lisa-Chat. Ich kann doch, bin doch wieder, ich denk doch und träume doch wieder nur auf Englisch. Ihr wisst doch, wie es ist. Missgunst? Ne, das ist krank. Mit diesem Emoji ist wirklich, Emote ist wirklich krank, Hubi. Das war ja. Da. Ich bin so schlecht wie Hubi! Oh mein Gott. Ich bin schlechter als Hubi gewesen gerade. World's Worst Gunfight. Fehleinschätzung. Ja, Fehleinschätzung ist das gute Wort. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, dass man sagt, das Spiel spielt keiner mehr. Und so COD ist tot und alles möglich. Das hört man ja immer wieder. Und man vergleicht das halt, glaube ich, immer mit der Zeit März 2020 oder sagen wir sogar Sommer 2020. Corona. Jeder ist daheim. Und jeder spielt Warzone. So, es gab ja wirklich, es war ja immer noch verrückt, ne, wenn man so zurückdenkt. Corona ist gedroppt, ne? Corona hat sein Album-Release gehabt. Irgendwie Anfang März. Und am 10. März kommt Warzone raus. Ist für mich immer noch krank. Ich sage auch immer noch, Corona hat da mit Activision zusammengearbeitet. Die haben ein Feature gemacht. Ich bin so, das ist so tot, ne, was ich hier gerade zusammenspiele. Korrekt. Und dann kam das raus. Und dann hat halt die ganze Welt Warzone gespielt. Dass natürlich irgendwann nicht mehr die ganze Welt Warzone spielt, ist vollkommen klar. Aber Call of Duty ist in. Aber Call of Duty ist immer noch irgendwie, also jetzt Counter-Strike und sowas mal rausgenommen, weil das auch nur auf Steam existiert und sowas, ist, glaube ich, immer noch der meistgespielteste Shooter auf der ganzen Welt. Riesengroße Umsätze. Ich meine, Microsoft hat nicht umsonst eben diese 75 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
um dann irgendwie ein Spiel zu haben, was keiner spielt so. Klar spielen das aktuell weniger und vor allem im Vergleich zu damals, als es eben jeder gespielt hat. Und dann kommt man halt schnell auf den Gedanken, es spielt keiner mehr. Aber so ist es ja nicht. Also, noch so viele Leute immer noch. Ich meine, wenn ich jetzt ein Meta-Video hochlade und das hat irgendwie, keine Ahnung, 40, 50.000 Aufrufe. Das ist ein deutsches Video, das schaut sich nur deutschsprachige Leute schauen sich das an. Und so viele Leute wollen wissen, was Meta ist. Also du guckst dir das Video nicht aus Entertainment an. Wenn ich da einfach nur im Klasseneditor sitze und die ganzen Klassen zeige, guckst du dir das nicht an, weil das ist ja, ich finde Chris eigentlich ganz unterhaltsam. Ich guck mir das gerne jetzt hier an, auch wenn ich das Spiel nicht spiele. So, vielleicht den einen oder anderen, wäre ja schon komisch, sage ich jetzt einfach mal. Aber das sind ja trotzdem Leute, die sich für das Spiel interessieren. Plus, da musst du nochmal die ganzen Leute mit einrechnen, die das Video nicht bei mir gucken, sondern bei jemand anderen. Plus, richtig viele Leute spielen einfach irgendwie und gucken gar nicht, was Meta ist und alles mögliche. Oder lassen sich das von irgendwem sagen. Gucken in irgendeiner App oder sonst irgendwas. Deshalb ja. Floyd, ich bin in der Aufnahme. Vielleicht. Wirklich vielleicht. Ich muss eigentlich echt viel aufnehmen jetzt. Deshalb, keine Ahnung, so wirklich. Also, dass das Spiel auf jeden Fall wenige Leute spielen, sowas so, aber nur noch 1000 Leute? Stimmt nicht. Ja. Drohne übersehen? Boah, das wird sicherlich noch 7 Mal heute passieren, Chat. Boah, geile Lobby, glaube ich. Alter. Hä? Full zu zweit auf mich geschossen, aber wo kommen die denn jetzt her? Die haben mir beide 150 Damage gegeben, aber wo war der andere? Flottes Maskottchen von der Rasselbande? Ja, so, sowas in der Richtung, ja. Du hast an, richtig, ja. So, also der eine hat sich da weggesmoked. Ich dachte, er macht das, um in den Shop zu gehen. Der andere ist dann von oben auf mich gedroppt. Okay. Irgendwas. Aua. Ich spiele auch kein Warzone, bin nur wegen die her, wenn dann spiele ich Multiplayer. Safe. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die Streams schauen und sowas, dass von den Leuten echt nicht mehr. Was? Das von den Leuten? What? Dass von den Leuten. Da ist dann wirklich so die prozentuale Verteilung so mäßig so. Das schaut man sich dann vielleicht eher an, so weil man halt Warzone gewohnt ist. Weil. Hatte ich den Respawn? Geil. Weil man dann irgendwie hier die Konstellation aus mir und Rasselbande und das dumme Gelaber irgendwie ganz lustig findet und sowas. Aber das hast du ja in so einem Meta-Video nicht so, weißt du? Deshalb, da wird der prozentuale Anteil von Leuten, die sich für das Spiel interessieren und die nicht wegen der Person schauen, halt viel größer sein. Deshalb, ja, ist das eine. Und da schließt sich der Kreis. Misconception. So, ich glaube, ich bin tot. Ich habe auch mich selbst gejinxt ein bisschen, muss ich sagen, ne? Also mit diesem, oh, glaub, gute Lobby. Ist das ein krankes Timing? Boah, ich komme noch gar nicht zurecht mit dieser Waffe. Ich glaube, ich hätte zum Start hätte ich sowas wie STG jetzt doch spielen sollen. Einfach, um generell wieder in das Spiel reinzukommen. Jetzt spiele ich hier so eine komische Waffe, die vollkommen OP ist wahrscheinlich. Oh. Aber die so komisch zu spielen ist halt, ne? Ich werde so tot gepusht. Naja. Hier ist darum gegangen. Ist er da geblieben? Hä? Was hat er gemacht? Wo ist er hin? Es ist sein Teammate. Der andere ist weggesprungen. Oh mein Gott. Bro. Irgendwas wirklich. Aber also, es ist auch so dumm, jetzt hier Solo Rebirth zu spielen. Solo Duo Rebirth zu spielen, sowas. Und das fuckt mich so todes ab, ne? Also, diese verfickten, dummen Rotations, ne, dass sie immer irgendwas Geiles rausnehmen müssen, ist fuck zu Todes ab. Naja.
live gekommen, um dann doch wieder sauer zu sein. Auf das Game. So, bitte push mich. Ich will euch nicht pushen. Ich würde euch trotzdem gerne rausschießen. Oh ne, hier ist das Fenster. Ach Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Campt er jetzt und wartet, bis sein Teammate wiederkommt? Bro, push mich doch bitte. Ihr seid doch zu. Ihr seid doch zu zweit. Einer hat Gunfight verloren, ist ja okay. Aber. Muss doch jetzt nicht sein, dass du dann deshalb nicht pushst. Er hat wirklich auf sein Teammate gewartet, bis er wieder kam. Um in den Rücken zu schießen. Es ist wirklich ein Drecksgame, Chat. Es ist wirklich ein Drecksgame. Also, dass Solo Resurgence nicht drin ist, muss ich gerade wirklich sagen, fuck mich wirklich todesab, ne? Ich hab's gesehen und dachte mir dann kurz so, scheiß drauf, dann spiele ich Rebirth Duo, es wird schon irgendwie klappen. Aber hier jetzt so uneingespielt diese Kacke spielen zu müssen, ist wirklich eine Zumutung. Fucking Raven Software, ihr habt so viel richtig gemacht. Aber immer wenn eine Playlist-Rotation neu kommt, weiß man, ihr habt wieder irgendwas komplett verkackt. Hass. Oh, der Prezi ist nicht geil. Wo? Und wieder ein oder offline, schade. MP nachladen, true. Nee, Tor. Ja, push. Ja. Franz, bitte aus dem Video rausschneiden. Aber ich möchte auch an der Stelle sagen, Fuchs und wie heißt der Teammate? Fuchs und Novo, die hier in Rebirth Duos wirklich als Duo zusammen beide alles geben, sind der richtige Opfer. So, Serjan, kannst du einmal ganz kurz nur noch sagen, dass die Leute ein Like da lassen sollen? Hey Leute, bitte ein Like und ein Follow da lassen. Nee, warte mal ganz kurz. Das heißt ja auf YouTube abonnieren, ne? Ja. Okay. Ey Leute, ich würde mich über ein Follow. Ach fuck, warte mal ganz kurz. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, warte, so jetzt. So Leute, ich würde mich über ein Abo und über ein Like auf diesem Video freuen. Bitte bis nächstes Mal wieder einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfekt. Lassen wir ungeschnitten drin, Franz. Super. Perfekt.